Donnerblitz. Ohrfeige. Dann kriegst du es aber gut zurück, ey. ...127 Erfahrungen. Vulpix im Kampf. Ja, Schlupf ist ja nicht mehr da, von daher... ...bleiben wir mal bei Pikachu! Na. Das hat nicht so viel gebracht. So, Vulpix wird besiegt. Und Pikachu hat 131 Erfahrungspunkte. Ich habe kein Pokémon mehr. Ja. Ja, zwei Superbälle. Passt. Oh, ein großes Kleinstein. Gibt ja ein bisschen mehr. Dingsens, Erfahrungspunkte. Gefangen. Sehr gut. Das ist gleich schon wurde gefangen. Boah. Gerade mal 168. Ich dachte, das wird mehr geben. Na egal. Mit einem Superball. Passt ja trotzdem. So, hier ist der Ausgang. Ist da hinten noch was? Geht's noch ein bisschen weiter? Ja, da ist noch was. Eine Perle. Okay, komm, holen wir uns den auch noch hier eben. Ein paar Erfahrungspunkte. Georg. Vielleicht gibt er ja wieder um die 500. Bim. Bim. Bing. Gefangen. Klasse, Georg wurde gefangen. Ja, 243 ist ja auch immer noch was. Auf jeden Fall haben die besiegt Pokémon jetzt auch Dings bekommen, Erfahrung. Ich weiß halt nur nicht, ob die beim Kampf dann auch was bekommen. So, da sind wir auf Route 10. Was Wanderer? Was mit der Karin? Der Wanderer ist aber der. Dings, speichern erstmal. Also der Wanderer ist, glaube ich, der eine, der, wo es nicht weitergeht. So, dann gucken wir mal, das war den Wanderer. Da ist noch ein Item. Hahaha! Hahaha. So. Wanderer Lucius fordert dich heraus. Und setzt Kleinstein ein. Hab ich schon erst was. Nachgedacht. Da nehmen wir Nidorino. Hash ist auf Level 25. Und schon wieder ein bisschen höher. Aber immer so 4-5 Level drüber. Selber Schaden. Ja, oh, die Verbrennung. Doppelkick ist, glaube ich, ganz okay. Ja, ist auch sehr effektiv. Natürlich jetzt nur sein Speichert Energie, der sich da richtig aufplustert. Nidorino weg, vor allem, weil ich... weil er ja brennt. Okay, da gibt's ja bestimmt einen drauf. Versuchen wir es trotzdem mal. Ja, war klar. Aber ich wollte jetzt noch nicht ein, noch ein anderes Pokémon opfern. Ja. Wollen wir Glutexo noch vielleicht nehmen. Ich weiß nicht, ob Drachenblut
Oh ja, okay. Hat funktioniert mit Drachenwut. Das war gut. Da war wütend genug. Pikachu hält 149 und der Rest bekommt noch ein bisschen. Setzt Georok ein. Möchte das Pokémon wechseln. Weiterkämpfen. Kampf. Ja, Drachenwut. Ja, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Au, verflucht. Du Texo hat auch voll einen drauf gekriegt. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber jetzt irgendwie gucken, dass das noch schaffe ja. Bodycheck. Ich weiß es nicht sehr effektiv, aber hoffentlich so ein bisschen rein. Na. Zumindest das schon mal überlebt. Machen wir mal Tackle. Ah, dann doch lieber den Bodycheck. Einmal können wir noch. Da muss Pikachu gucken, dass er das geschafft kriegt. Aber muss ich anscheinend echt einen Fluchtseil einsetzen. Das ist heftig. Boah! Hätte ich jetzt echt nicht mehr gedacht, dass ich jetzt hier so geschwächt rauskomme. Slam. Andere Chance hat Pikachu nicht. Das hat gereicht. Ist nicht sehr effektiv, aber es hat gereicht. Tja, Wanderlucis. Drei Pokebälle. Drei Superbälle. Okay, vielleicht kommen wir doch hier ein bisschen dran. Wobei, schummeln. Ja, ich keinen Bock, den Fluchtseil oder die Höhle komplett zurückzulaufen, normal durchzulaufen. Jetzt kommen wir jetzt hier an ein paar Gegnern so vorbei. Hey, möchtest du mein Pokémon sehen? Nein, eigentlich jetzt gerade nicht. Wenn du wieder so Fleckmann und sowas hast, dann. Wenn du kein schnelles Pokémon hast, sollte es ja eigentlich. Oh, gut, checkst du. Dürfte jetzt nicht das Problem werden. Machen wir Blitzturbo. Wir brauchen ja nicht. Was abbekommen. Volltreffer. Und 345. Ah, mein kostbares Pokémon. Tja. Wo ist das? Ist das Leben? Oh, da sind schon ein paar Gegner. Ah, hier sind wir in der Stadt. Oh. Ein Tragaushof. Sprich mal mit dir. Du weißt du was? Im Pokémon-Turm soll man nicht laut sein und so. Das sagt immer Mama. Tja, gehen wir erstmal hier die Kollegen heilen. Willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir deine Pokémon. Ja, das sollst du. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Sehr gut, vielen Dank für deine Gut, deine Pokémon wieder topfit. Ja, uns bald wieder, ja. Team Rocket würde für Geld jeden noch so bösen Tat vollbringen. Das mag sein. Tragosso trägt doch Schädelmasken, stimmt's? Die soll man teuer verkaufen können. Ja, aber das ist doch der Schild der Mutter, kannst du nicht
Das ist schon so schon heftig. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass die Digger aus Kanto vollkommen kahl sind? Mein Digger ist nämlich atlantische Haare auf dem Kopf. Sollen wir mal unsere Exemplare tauschen, um dies vergleichen zu können? Oder von mir aus. Zum Tausch anbieten. Dieses Pokémon wird getauscht bis zur Erfahrung. Ja. Oh, wie aufregend. Worauf warten wir denn noch? Dann noch. Du gibst dir einen Output von. Ja. So schnell kann man das lesen. Was er tatsächlich habe. Ist das ein Aloha-Digger oder wie das? Digger hat die Digger. Ach, Dick da. Mein Gott. Ja. Das ist doch mal witzig. Wow, es stimmt also. Dein Kopf fühlt sich so glatt und geschmeidig an. Danke, dass du damit sehr glücklich gemacht hast. Du hast mich damit sehr glücklich gemacht. Lass uns bald wieder tauschen. Wollen wir noch einmal tauschen? Dein geschmeidiges Haarlos liegt da gegen ein stacheliges, borstiges. Ich habe ja keins. Dir gefällt es wohl, mich zappeln zu lassen, ja. Ist ja nicht, dass ich hier eine Menge Diggers tauschen kann. Ich habe gesehen, wie die Mutter eines Tragossus versucht hat, die Rocke zu entkommen. Sie konnte aber leider nicht fliehen. Ich hätte ihr helfen sollen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Das ist schon echt böse, die Geschichte hier. In letzter Zeit sollen im Pokémon-Turm häufig Gespenster herumspucken. Ich glaube, das hat mit den Pokémon zu tun, die von Team Rocket entführt wurden. Die sind nämlich nie wieder zurückgekehrt. Ich mag die Musik von Lavandia nicht. So, dann schauen wir uns mal hier um. Bist du hier, um der verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein lieber Junge, du hast ein Herz aus Gold. Mein Pipi fehlt mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Na sowas, du bist aber ein niedlicher Junge. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind. Da fällt mir etwas ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen hübsche Kleidung mitbringst. Du erhältst ein formelles Set der Frau. Du verstaust das formelle Set in deiner Klamottenkammer. Ja, schön. Mein Fukano, warum hast du mich verlassen? Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ist noch irgendwo hier? Nee. Ich bin ein Exorzist. Ich spüre eine rastlose Seele oben im Turm. Jo. Gehen wir mal weiter. Selbst wir Exorzisten wissen nicht, was es mit all den unheimlichen Gespenstern auf sich hat. Wenn wir doch nur einen Slipscope hätten, dann könnten wir die Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Hey Fredo! Moment, was machst du denn hier? Sag nicht, dass eines deiner Pokémon. Das ist alles in Ordnung? Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber weißt du, womit es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir in einem Kampf zeigen würdest, was das deine Pokémon auch wirklich fit sind. Deswegen habe ich vorher noch extra mal trainiert. Was trainiert hier? Dingens. Gereckt. Pokémon-Trainer Gary fordert dich heraus. Tauboga. Das ist ja jetzt ein Witz für Pikachu. Und tschüss, Tauboga. War nicht mit dir. Flups. Das ist er wirklich. Ja. Ein Volltreffer. Tauboga wurde besiegt. 329 Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch ein bisschen was. Als nächstes Duflor ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Du, Texo. Dein Auftritt. Und los. Du, Texo kommt in den Ring.
Duflo wird eingesetzt. Zack. Glut. Ja, dürfte für Duflo wahrscheinlich auch reichen, oder? Ne, reicht nicht, aber... schon bald. Wenn jetzt ein Volltreffer wäre, dann dürfte Duflo weg sein. Na, natürlich nicht. Beim nächsten Mal wird ein Volltreffer. Das ist... wenn gesetzt. Wenn dann immer... beim dritten Mal. Also da kurz vorm... sowieso besiegen. Oh, Hyperschrank, okay. Nicht schlimm. Und nochmal Glut. Jetzt stehst du wieder genauso da. Okay, jetzt ein Volltreffer. Aber es wäre jetzt so typisch gewesen. Dann wird es sich nicht mehr lohnen. 372 und Level 29. Ne, 30! War schon Level 29. Also Text erreicht Level 30. Sehr schön. Blitzer in den Kampf. Möchte das Pokémon wechseln? Jupp. Blitzer. Können wir wohl die Dorino nehmen. Hat er sich schon in Blitzer entwickelt. Hm. Bisschen mehr abgezogen, als ich gedacht hätte. Weil so wird Nidorino besiegt. Übersteht er vielleicht noch. Warum vielleicht? Könnte ja auch mal anderes machen. Na komm. Wollen wir nicht opfern. Kadabra. Das sucht schon ein bisschen mehr bei Kadabra. Nein! Okay. Ich dachte schon jetzt, ey. Ah, verdammt! Das war ja... die Kraft bringt ja gar nichts. Na toll! Oh, voll der Fail, ey. Meine Güte. Dann halt dieser Knosp. Bodycheck. Dann wollte ich Kadabra noch ein bisschen pushen und dann so ein Mist. Egal. Pokémon Trainer Gary wurde besiegt. Ich würde sagen, sie sind fit genug. 2240 Pokédollar. Herr Flix, ich habe in der Hitze des Gefechts Tragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal einen Tragosso gesehen? Ich habe sogar eins gefangen. Man erkennt sie an den Schädel, den sie auf den Kopf tragen. Das Tragosso eben hat so ausgesehen, als hätte es irgendwas gesucht. Hm, vielleicht finde ich ein paar Stockwerke weiter oben. Pikachu hat irgendwas? Pikachu grinst vor Stolz, ja.